18.18 Uhr hat Carlo Ancelotti das Bayern-Gelände verlassen, ist hier mit seinem schwarzen Dienst-Audi aus der Tiefgarage rausgefahren. Der Italiener ist nicht mehr Trainer des FC Bayern. Das gab der Club am Donnerstag, einen Tag nach der 0:3-Pleite gegen Paris Saint-Germain, bekannt. Die Entscheidung, die teilten ihm Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge mit. Ja, Carlo Ancelotti, der stand zuletzt immer häufiger in der Kritik. Zu lasches Training, kein Konzept zu erkennen. Auch die Spieler begehrten auf. Zudem überraschte er mit seiner Aufstellung gegen PSG. Der Italiener, der versuchte sein Glück ohne Robben und Ribéry, verzichtete auch auf das Innenverteidiger-Duo Mats Hummels und Jerome Boateng, versuchte eben sein Glück ohne diese vier Superstars gegen Neymar, Mbappé und Cavani und scheiterte kläglich. Das war sein endgültiges Aus beim Rekordmeister. Am Sonntag in Berlin wird der bisherige Co-Trainer Willy Sagnol das Cheftraineramt innehaben, wird interimistisch, solange bis der FC Bayern einen neuen Trainer gefunden hat, das Zepter überhaupt.